Luftdichtheit bei modernen Holzbau. Ich stehe hier auf einer sehr modernen Holzbaubaustelle mit drei Experten, die mit mir jetzt diskutieren, auf was man bei Luftdichtheit im Holzbau achten sollte und wie sie mit Luftdichtheit im Holzbau umgehen. Und der eine, der links quasi neben mir steht, der zuhört, das, ich werde jedes Mal den Namen nennen, damit man weiß, wer spricht, ist Markus Kilian von ProKlima, Anwendungstechniker. Und dann ist Holger Merkel dabei, der ist Glodor-Messdienstleister und Referent der ProKlima Wissenswerkstatt. Und dann noch der Architekt Hans Drexler von DGJ Architektur. Er hat dieses Gebäude entworfen, geplant. Und mit ihm möchte ich gleich anfangen. Sie haben sich Sie sind eine Koryphäe, was nachhaltiges Bauen und Planen betrifft. Sie seit Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit Bauen und Nachhaltigkeit. Wann haben Sie angefangen, über Luftdichtheit nachzudenken? Also wir haben eigentlich angefangen, über das Thema Luftdichtheit nachzudenken, als wir begonnen haben, sehr energieeffiziente Gebäude, insbesondere eben Passivhäuser, zu planen, weil eben in dieser Betrachtung, wenn man die Gebäudehülle insgesamt eben optimieren will, nicht nur die Transmissionswärmeverluste, die durch die Bauteile gehen, eine Rolle spielen, sondern eben auch die Lüftungsverluste. Und dann ist ja das schlüssige Konzept zu sagen, wir versuchen eben eine möglichst luftdichte Gebäudehülle herzustellen und dann eben den hygienischen Luftwechsel in den kalten Jahreszeiten über eine Lüftungsanlage sicherzustellen und dann eben da aus der Abluft die Wärme wieder zurückgewinnen. Und das ist eigentlich ein Konzept, was sich bis heute auch bewährt hat und was wir eben jetzt auch hier bei dem Kollegen im Akademikum umgesetzt haben. Das ist jetzt hier ein Gebäude im KfW 40 Plus Standard, also was im Jahresmittel dann auch mehr Energie produziert, als es verbraucht. Ja, und die Aktivistinnen und Initiatoren von Kollegium Academicum haben ganz begeistert erzählt von diesem Energiekonzept hier, dass man quasi nur noch heizen muss an Weihnachten, wenn alle Studierenden quasi zu Hause sind. Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben zusammen mit unserem Energieberater INA Planungsgesellschaft haben wir eine dynamische Simulation gemacht, die eben den Heizbedarf übers Jahr betrachtet. Und da war es tatsächlich so, dass eigentlich bei dem Gebäude fast gar kein Heizwärmebedarf mehr auftritt, wie Sie das eben beschrieben haben. Also eigentlich nur, wenn wirklich keine Leute im Gebäude sind, muss man überhaupt heizen. Und dann müsste man ja eigentlich auch nicht. Das ist also sehr ermutigend auch für uns gewesen und zeigt eben auch, dass eben so eine ganz konsequente Bauweise im Hinblick eben auf die Wärmeverluste dann eben auch ihre Vorteile hat. Und gerade findet ja quasi im Hintergrund eine Blow-Door-Messung vom zweiten Bauabschnitt statt, glaube ich. Und beim ersten Bauabschnitt waren alle begeistert, weil es auch wirklich Passivhausstandard 0,6 die Luftwechselrate erreicht wurde. Als Sie sich an die Planung gesetzt haben von diesem Gebäude, was haben Sie sich bei der Luftdichtheit gedacht? Also worüber haben Sie danach gedacht? Also die Luftdichtheit hat für uns, also jetzt auch aus dem Holzbau gedacht, eigentlich so zwei Komponenten, die sehr wichtig sind. Also der energetische Aspekt, über den wir gesprochen haben, ist so ein Teil davon, dass man einfach die Energieverluste reduzieren will. Für den Holzbau speziell ist es aber auch sehr wichtig, die sogenannte Infiltration, also solche Stellen, wo eben kalte Luft im Winter in das Gebäude eindringen kann, beziehungsweise die warme Luft austreten kann, zu reduzieren, weil das natürlich immer die Stellen sind, wo tendenziell auch Tauwasser in der Konstruktion entstehen kann. Und das ist natürlich im Holzbau etwas, was ich unbedingt verhindern muss, weil das Einzige, was der Holzbau nicht verträgt, ist also Feuchtigkeit, die dann nicht abtrocknet. Das kann eben zu Bauschäden führen. Deswegen ist eben die Luftdichtheit beim Holzbau eigentlich von ganz zentraler Bedeutung. Und Holger, du warst ja vorher, bist durch das Gebäude gelaufen, hast dir das mal angeschaut und dein Geschäftspartner Sascha Dreher von Bauenergie macht ja die Blow-Door-Messung heute. Was ist dir als erstes aufgefallen? Weil normalerweise läufst du durch Gebäude und sagst, du weißt, du siehst quasi schon, wo es zieht. Ja, es sind vor allen Dingen eben die Knotenpunkte. Es ist ja hier relativ spannend gelöst und ich denke, da ist schon eine große Herausforderung. Dann haben wir hier eine Vorelementierung. Also die Wände fliegen hier ja ein, wie es schon hier geheißen hat. Wir haben die Deckenelemente und das immer zu verbinden, vor allen Dingen sich vorher zu überlegen, wie sieht es hinterher aus und wo sind die Knackpunkte und sich dann nicht hinterher zu überlegen, wenn das Kind im Brunnen
ist, wie retten wir das jetzt? Das ist eigentlich die große Herausforderung. Also ich denke, Luftdichtheitskonzept ist da das A und O. Fensteranschlüsse sind immer so das Thema. Die Verbindungen der einzelnen Elemente und dann natürlich die Durchdringungen, vor allen Dingen die in andere Bereiche gehen, einmal nach außen, also außerhalb der thermischen Hülle. Und natürlich auch, Luftdichtheit ist ja nicht nur Wärmeschutz, über den haben wir jetzt bisher geredet, das ist auch Schallschutz, das ist Brandschutz, das hat was mit Gerüchen zu tun, unangenehmen Stellenweisen, die man nicht übertragen will, und da sind die Herausforderungen. Dass man es quasi nicht dann merkt, im dritten Geschoss merkt, was die WG im ersten Geschoss gekocht hat. Ja, genau, es sei denn, es wäre interessant, dann kann man da runtergehen. Genau. Du hast Knotenpunkte erwähnt. Die Knotenpunkte sind ja deswegen so besonders, weil fast alle Verbindungsmittel sind aus Holz. Das war ja auch so eine Anforderung bei der Planung. War das das erste Mal für Sie, dass Sie das so konsequent alles in Holz geplant haben? Ja, also das war eigentlich unsere Idee am Anfang zu sagen, also man könnte doch überlegen, ob man die traditionelle Fügungslogik von, also traditionell werden ja im Zimmermannshandwerk eigentlich sogenannte kraftschlüssige Holz-Holz-Verbindungen ausgebildet, und ob man diese Idee, eben nur mit Holzverbindern, geometrischen Verbindungen zu arbeiten, nicht auch in eine moderne Produktionslogik übersetzen könnte. Und das ist eben das, was wir hier bei diesem Vorhaben umsetzen konnten. Das war aber auch nur möglich, weil wir im Büro dann eben zwei Forschungsprojekte dazu durchgeführt haben mit Unterstützung vom BBSR und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Haben wir eben an diesen Knotenpunkten geforscht und dazu auch Versuche gemacht, die dann eben zu diesem ersten Modellvorhaben geführt haben. Und das Spannende ist ja auch, eigentlich sind es so traditionelle, wie Sie gesagt haben, zimmermannsmäßige Verbindungen und jetzt auf hochmodern, das heißt auch am Computer, man hat 3D-Ansichten und konnte das also quasi so genau planen, wäre ja früher nicht möglich gewesen. Genau, das ist eben das Interessante, dass eben auch relativ komplexe Geometrien eben auf den Abbundmaschinen, den CNC-Maschinen jetzt herstellbar werden, auch wirtschaftlich herstellbar werden, die eben früher nicht möglich waren, weil das einfach in der handwerklichen Fertigung zu aufwendig geworden ist. Das ist ja der Grund, warum eigentlich die metallischen Verbinder die Zimmermannsverbindungen verdrängt haben, weil eben die Lohnkosten zu hoch waren. Ja. Und haben Sie da bei der Luftdichtheit, was haben Sie da sich gedacht? Oder? Also tatsächlich ist das bei dem Projekt die große Herausforderung gewesen, weil zum einen das so ist, also wir wollten die ganze Holzkonstruktion eben auch erlebbar lassen im Innenraum. Das heißt also, wir haben überall sichtbare Holzoberflächen, und dann ist es natürlich so, dass man dann eben diese die Dichtungen und die Folien und die Abklebung dann ein Stück weit natürlich geometrisch so planen muss, dass die nicht sichtbar sind. Das ist die eine Herausforderung gewesen, das ist aber ganz gut gelungen bei dem Bauvorhaben. Und die andere ist, dass eben diese Komplexität von diesen geometrischen Fügungen natürlich dann auch mit der zweiten Planung, der Luftdichtheitsplanung, dann nochmal übereingebracht werden muss, sodass dann eben trotz dieser geometrischen Fügungen da luftdichte Verbindungen entstehen. Okay. Und Markus, du hast ja das ganze Projekt von der Seite auch von der Luftdichtheit begleitet. Quasi welche System macht Sinn, welche Produkte sind perfekt, und was hat dich so am meisten fasziniert, als du so von diesem Vorhaben gehört hast? Also faszinierend zum einen ist natürlich die schiere Größe, also ein richtig schönes, großes Bauvorhaben mit viel sichtbaren Holzanteilen, wie Sie schon erwähnt hatten. Als gelernter Schreiner und als Mann des Holzes liebt man das natürlich und freut sich darauf, sowas dann auch zu sehen, wenn es dann mal fertig wird. Gleichwohl ist es natürlich eine Herausforderung, die Luftdichtung da mit reinzupacken. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach die Prozesse klar vor Augen zu führen. Was wird in der Halle gemacht? Was wird auf der Baustelle dann gemacht, dass man klar trennt und dass auch wirklich auch klar ist, ja, wie ist die Montagefolge? Also es muss klar sein, was kommt zuerst, welche Wand kommt dann, und es muss klar sein, was aufeinander folgt, um das wirklich ordentlich durchplanen zu können.
Und du hast hier ja auch, das Team war ja ganz begeistert. Ich habe mit denen jetzt ein, zwei Mal gesprochen. Und du hast ja die sprühbare Luftdichtung hier vorgestellt. Und ich glaube, erst konnte sich niemand so vorstellen, was ist denn sprühbare Luftdichtung? Und vielleicht kannst du auch erzählen, wieso die Reaktion der Verarbeiter war, als du ihnen gezeigt hast, wie sprühbare Luftdichtheit funktioniert. Und vielleicht magst du auch jetzt mal kurz erklären, wie funktioniert denn sprühbare Luftdichtung? Weil das ist ja wirklich relativ neu. Also sprühbare Luftdichtung ist schlicht und einfach eine Dichtung, die aus dem Eimer kommt, ähnlich ein Klebeband, was aber aufgesprüht oder aufgestrichen wird. Im ersten Moment sind da alle immer ein bisschen vorsichtig, weil natürlich kann sowas dann auch mal ein bisschen spritzen und es kennt man nicht. Ja, für viele ist sowas einfach neu. Interessant und richtig gut wird es erst, wenn das die Verarbeiter mal gesehen haben, wie schnell und wie einfach das geht. Der große Vorteil dieser sprühbaren Luftdichtung ist es einfach, dass ich schnell aufbringen kann. Das heißt, ich kann einfach über verschiedenste Untergründe drüber sprühen. Ich kann auf Beton sprühen, auf bereits ausgelegte Bahnen sprühen. Ich kann über Klebebänder sprühen, über Holz, Holzwerkstoffe, Gips, Faserplatten, was auch immer. Das Material hält auf allen Untergründen. Und ich kann dadurch einfach sehr prozesssicher und sehr schnell eine sehr luftdichte Ebene schaffen, einen sehr luftdichten Anschluss schaffen. Ja, und hier wurde es, glaube ich, im Sockelanschluss verwendet. Und das Interessante ist ja auch, die meisten waren total erleichtert, dass sie sagen, normalerweise, wenn man Sockelanschluss luftdicht machen muss, kriecht man den ganzen Tag auf dem Boden rum. Und jetzt kann man das quasi im Stehen machen. Das ist der große Vorteil, genau. Also da drücken sich dann die meisten, wenn es darum geht, da unten abzudichten. Dann klassisch wäre ja da mit dem Sprimer vorzugehen, also mit einer sprühbaren Grundierung oder einer streichbaren Grundierung, dann ein Klebeband drauf zu machen. Und das ist schon sehr zeitaufwendig, auch materialintensiv. Und da wird natürlich vom Zeitaufwand her ist da die sprühbare Luftdichtung klar im Vorteil. Und das ist dann auch der Punkt, an dem dann die Verarbeiter merken, hier geht es wesentlich komfortabler und wesentlich schneller. Und dann ist schon das Eis gebrochen und dann wollen das alle machen. Ja, weil man stellt sich ja, es heißt, in der Theorie ist Luftdichtheit immer ganz einfach. Irgendwie muss das alles mit dem Stift da, ne? Es gibt ja diese Zeichnung, luftdicht, wie man die Luftdichtheit plant. Aber letztendlich sind ja die Durchdringungen schon schwierig und klein und gemein teilweise. Und mir hat man noch gesagt, dass es halt toll ist. Da muss man nicht mehr alle Details wirklich verkleben, sondern kann man einfach drüber sprühen und dann ist es dicht. Und gab es irgendwie so einen Vorteil, wo die gesagt haben, nein, sprühbar, mit dem arbeite ich nicht, weil das ist mir nicht traditionell genug, das gab es jetzt nicht? Nö, das gab es jetzt nicht. Also durch das, dass wir hier im Holzbau sind, der Holzbau ist ja insgesamt sehr innovativ und auch immer vorwärts gewandt und da würde ich sagen, sind auch die Verarbeiter oftmals tatsächlich neuen Technologien aufgeschlossen. Okay, dann Herr Drexler, Sie haben ja den Holzbau schon sehr lange begleitet. Wie fällt Ihnen auf, oder was sind so die typischen Sachen für Sie, wo Sie sagen, okay, Wahnsinn, der Werkstoff wird moderner, die Industrie wird moderner, man kann jetzt viel mehr mit Holz machen durch das, dass wir industriell vorfertigen können. Was sind so die wichtigsten Sachen, wo Sie sagen, das bringt den Holzbau voran? Also was wir vor allen Dingen gesehen haben, ist, dass jetzt über lange Jahrzehnte seit dem Krieg, also bis 2006 oder so, der Holzbau ja im Prinzip auf 2,5 Geschosse beschränkt war. Und da ist die wirtschaftlichste Antwort eben gewesen mit einem Holzrahmenbau und dann vorgefertigten Wandtafeln und Deckenelementen zu arbeiten. Und seit eben mehrgeschossige Holzbauten, wie eben auch hier möglich sind, brauchen wir natürlich auch statisch andere Systeme. Also wir arbeiten ja jetzt mit so einem Skelettbau, mit Stützen und wir sehen auch ganz neue Produkte wie Brettsperrholz und Kreuzlagenholz und dergleichen, die natürlich für den Holzbau ganz, ganz neue konstruktive Möglichkeiten eröffnet haben. Insbesondere eben im Bereich vom mehrgeschossigen Hochbau sind da wirklich in den letzten 20 Jahren ganz tolle Entwicklungen zu verzeichnen. Und dieser, Sie haben gerade Skelettbau erwähnt, das ist ja auch zum ersten Mal, dass diese Art von Skelettbau, also Holzskelettbau, überhaupt hier eingesetzt wird. Da haben Sie auch ein Forschungsvorhaben, glaube ich, seit ein paar Jahren laufen gehabt und das ist jetzt quasi das erste Projekt, bei dem das umgesetzt wurde. Vielleicht mögen Sie da erklären, was ist denn das Besondere? Weil Sie hören es erstmal an, Holzskelettbau, aber was ist jetzt das, wo Sie so zum Strahlen bringt? Ja, genau. Also das, was uns interessiert daran, und das ist auch eine Chance des Holzbaus insgesamt, ist, dass wir eben damit sehr flexible Wohnformen umsetzen können. Also Holzskelettbau heißt ja, ich habe tragende Stützen
und natürlich eine Gebäudehülle. Und dann habe ich aber innerhalb dieser Struktur sehr große Freiheiten für die Grundrissgestaltung. Das ist etwas, was uns bei DGJ-Architektur interessiert, dass wir eben feststellen, also die Gebäude müssen eigentlich auf sich verändernde Anforderungen von den NutzerInnen reagieren können. Und da ist eben zum einen der Skelettbau, wo ich eben die Innenwände dann relativ einfach umbauen kann, eine Chance. Und der Holzbau ist eine Chance, weil das natürlich sehr leichte Konstruktionen sind, die jetzt wie im Fall vom CA unter Umständen eben auch von den NutzerInnen selber eben verändert werden können. Und das ist etwas, wo ich eben denke, da liegt auch eine große Chance für die Nachhaltigkeit der Wohngebäude, wenn die sich eben an Entwicklungen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht absehen können, in 30, 40 Jahren dann anpassen lassen. Das ist eben eine ganz, ganz große Chance. Und dieses Projekt ist ja auch ein Modellvorhaben des Förderprogramms Vario Wohnungen des Bundes, wo es eben genau darum geht, eben auch so diese Idee baulich umzusetzen, dass wir jetzt einen sehr hohen Bedarf für studentisches Wohnen haben. Aber wenn wir den demografischen Wandel mitdenken, dann ist eben in 40 Jahren der Bedarf eben für Seniorinnenwohnungen da. Und die Frage ist eben, wie sieht ein Gebäude aus, was auf diese sich sehr unterscheidenden Anforderungen reagieren kann? Und da sehen wir eben im Holzbau mit Skelettbauweise eine große Chance. Holger, barrierefreies Bauen ist ja immer weiter verbreitet, weil wir ja auch immer alle älter werden. Als Blow-Down-Messdienstleister siehst du da Unterschiede, wo es mehr zieht, wenn es barrierearm oder barrierefrei gebaut wird? Oder wo siehst du da die Schwierigkeiten? Ja gut, der Anschluss ist ein anspruchsvoller, eben wenn es da nach draußen geht letzten Endes, barrierefrei oder barrierearm. Das ist bei einem Fensterelement, wo man die Füße hochheben muss letzten Endes, sicher einfacher, wird aber oft genug genauso falsch gemacht. Deswegen ist im Endeffekt, kann ich bisher keinen Unterschied feststellen in meiner Tätigkeit. Das heißt, du kannst keinen Unterschied feststellen, weil du sagst, die normalen Fenster oder Barriere, also ganz normal oder konventionell gebaut, ist einfach genauso schlecht geplant, verarbeitet oder was höre ich daraus? Ja, wir haben bei den Fenstern ja hohe Anforderungen, was die Luftdichtheit anbelangt. Das ist zum einen mal die Abklebung. Das ist der Öffnungsflügel, die Dichtungssituation. Wir haben übrigens dazu in unserem Podcast Luftdichtheit geprüft, haben wir eine Folge dazu gemacht, wo es um die ganzen Stellen geht, wo es bei Fenstern entziehen kann. Wir haben gerade bei Kunststofffenstern haben wir die offenen Profile. Wir haben oftmals eine Verlagerung der Luftdichtheitsebene um das Fenster herum, also wo es dann natürlich Löcher entstehen, wo es dann reinzieht. Und der barrierefreie Anschluss ist da, der muss etwas genauer geplant werden und das führt auch nicht jeder einfach so aus. Also da muss man sehr in die Tiefe gehen, was Markus auch schon gesagt hat, sich einfach mal vorher überlegen und nicht einfach so Fenster oder dann Türelement letzten Endes reinstellen. Eigentlich sehe ich keinen großen Unterschied. Man kann beides falsch machen, man kann aber beides auch gut machen. Markus, du bist ja viel auf Baustellen unterwegs. Würdest du sagen, es unterscheidet sich jetzt, dass am Fenster zieht beim Holzbau oder beim konventionellen Bauen? Also dass du sagen würdest, weil ich habe ja mehr mit Holzbauern zu tun und die sagen immer, eigentlich bei uns zieht es weniger, weil wir planen und genauer arbeiten. Ja, ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen, wie Holger sagt. Man kann es schlecht und man kann es gut einbauen. Ich denke, der Holzbau ist einfach schon einen Schritt weiter vielleicht, weil er mehr vorplant. Das heißt, es ist mehr von Anfang an definiert. Und von der Seite würde ich den Holzbau da im Vorteil sehen, ja. Aber auch dort können Fehler gemacht werden, ganz klar. Und was ist dein Tipp dann bei Fenstern? Was würdest du sagen, wie schafft man es, dass es nie wieder zieht? Also ich bin absoluter Verfechter davon, ein Fenster schon, bevor es in die Öffnung gesetzt wird, mit einem wechselseitig klebenden Fensterband zu bestücken, innen und außen. SD-Wert aufeinander abgestimmt oder Feuchtevariabel. Und das ist für mich eigentlich schon die Grundvoraussetzung, weil im Bereich Fenster sprechen wir jetzt ja hier nicht nur über Winddichtung und Luftdichtung, sondern es geht noch um den Schlagregenschutz, es geht um Wärmedämmung. Und ein Fenstereinbau ist schon sehr komplex.
Und deswegen bin ich der Meinung, ein Fenster einbauen und dann versuchen, irgendwie dicht zu bekommen, abzukleben, ist meines Erachtens sehr schwierig. Vor allem, wenn ich Fenster habe, die Schalen haben, wie Holz-Aluminium-Fenster. Oder wenn ich Kunststofffenster habe mit vielen Profilen und Fugen. Und da ist auf jeden Fall ein Fensterklebeband, was vorab an die Stirnseite geklebt wird, immer die bessere Wahl. Wir haben ja zusammen so eine Liste entwickelt, anhand dieses Projektes, so was sind die typischen Anschlüsse im Holzbau, hier quasi im Neubau, im modernen Holzbau. Und du hast ja Fensterrahmen schon entwickelt und du hast auch dabei gesagt, die Fensterunterbank ist auch ganz wichtig. Das wird manchmal auch vergessen, dass man die Fensterunterbank richtig machen muss. Kannst du das mal erklären? Na gut, bei der Fensterunterbank, da geht es ja dann eher darum, eventuell anfallendes Schlagregen, Wasser, was von der Seite kommen kann oder durch einen Sims durchkommen kann oder eine Außenfensterbank, sicher nach außen abgeführt wird. Und auch hier ist es genauso, dass auch diese Unterfensterbank natürlich im Vorfeld genau geplant werden muss, dass es von der Höhe her einfach auch passt dann. Und dass klar ist, dass die Entwässerung nach vorne gezielt sein muss. Ja. Das heißt, ich muss das wirklich eine definierte Entwässerungsebene haben. Ich brauche das richtige Produkt, was für eine wasserführende Ebene geeignet ist. Und im Prinzip auch hier, es ist kein Hexenwerk, es ist nicht sehr kompliziert, aber es muss halt gut durchdacht sein und auch ordentlich ausgeführt sein. Gut durchdacht. Eigentlich ist gewerkeübergreifendes Arbeiten ein Muss, dass sich alle absprechen und dann passieren keine Fehler. Oder möglichst wenig Fehler. Beim Fenstereinbau, das ist ja so ein kritisches Thema. Wer ist denn dafür verantwortlich jetzt? Also wer sollte, du hast gesagt, gut durchdacht, wer sollte darüber vorher nachdenken, wie das Ganze funktioniert? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also das kann schon von der Architektur her kommen. Da wird da teilweise schon mit vorgedacht, zumindest wenn ich einen holzbauaffinen Architekten habe, dann ja, dann funktioniert es da schon. Aber spätestens der Holzbauer, der sich des Themas annimmt und der vielleicht Generalunternehmer ist, spätestens der muss klar definieren und festlegen, wie das Fenster eingebaut wird. Und er darf sich dann auch nicht auf denjenigen verlassen, der das Fenster vielleicht einbaut für ihn. Also falls er das nicht selber macht, sondern das fremd vergibt, muss trotzdem klar sein, was für ein Fenstereinbaukonzept habe ich da. Und jetzt kommt natürlich der nächste große Vorteil vom Holzbau. So wie auch hier in Heidelberg, es wurden ja alle Fenster bereits werkseitig eingebaut. Das heißt, ich kann im Werk jemanden abstellen, der immer mal wieder kontrolliert, wird auch das umgesetzt, was wir uns im Vorfeld überlegt haben. Ich kann dann unter Umständen noch nachjustieren, wenn ich merke, bei den ersten zwei, drei Elementen, okay, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen was verändern. Und dann kommen die Fenster schon fertig eingebaut raus auf die Baustelle. Das ist eine prozesssichere Geschichte, die durch die hohe Vorfertigung einfach dem Bauen sehr gut tut. Herr Drexler, was für eine Rolle haben die Fenster bei Ihrer Planung gespielt? Also vielleicht kann ich da nochmal anknüpfen, noch ein bisschen einen größeren Rahmen aufmachen. Also was Sie auch angesprochen haben, diese gewerkeübergreifende Planung und Koordination ist die Herausforderung. Das versuchen wir so zu lösen, dass wir zum einen auch jetzt in unserer Ausführungsplanung natürlich das Thema Luftdichtheit schon mitdenken und diese ganzen Anschlüsse definieren. Also das ist schon von unserer Planung so hinterlegt, damit wir auch sicher sind, dass das grundsätzlich so baubar ist. Wir gehen dann aber noch weiter, indem wir eben sagen, wir schreiben eigentlich grundsätzlich die luftdichte Gebäudehülle als ein Gewerk aus, wo dann eben der Holzbau, die Fenster und der Dachdecker und eben Teile der Fassade, die relevant sind, als ein Gewerk ausgeschrieben werden, was dann eben den Vorteil hat für den Gesamterfolg, dass dann eben auch die Unternehmen, die dann eben diesen Gesamtauftrag haben, eben den Erfolg im Hinblick auf die Luftdichtheit schulden. Und das hat insbesondere beim Holzbau den Sinn, dass diese ganzen Bauprozessschritte dann in der Planung schon, in der Werkstattplanung dann schon berücksichtigt sind, dass dann eben klar ist, wo wird wann die Dichtung eingebaut und dass dann eben auch in Zusammenhang mit der Vorfertigung eben zu so einer hohen Qualitäts führt, die dann eben sich auch prüfen lässt. Und das ist eigentlich das, was wir sehen, dass eben dieser
diese ganzen konstruktiven Maßnahmen und diese guten Produkte, die es jetzt eben gibt, im Grunde genommen planungsseitig auch reflektiert werden müssen, indem dann eben die entsprechenden Planungsprozesse und Ausschreibungen da hinten dran stehen. Sie haben ja gesagt, Luftdichtheit schreiben Sie extra aus. Woher wissen Sie denn, dass ein Verarbeiter oder dass das Team dann gut ist? Weil man kann ja nicht nach dem Preis gehen und sagen, der teuerste ist der beste oder der günstigste ist der beste. Nein, es ist ja weiter dann ein Prozess. Also auch die Luftdichtheitsplanung, wir machen ja quasi mit unserer Ausführungsplanung einen Vorschlag. Dann wird das eben von den Unternehmen weiterentwickelt und wird eben geguckt, auch wo die, also wo zum Beispiel Elementstöße sind, wie jetzt genau die Aufteilung der Wände ist und dergleichen. Und dann wird das fortgeschrieben und wird dann auch von uns nochmal geprüft und dann weiterentwickelt. Also es geht jetzt nicht darum, eben zu sagen, im Moment der Vergabe müssen alle Probleme gelöst sein, sondern das bleibt ja ein Prozess, wo wir eben zusammen mit den Firmen dann nach der besten Lösung suchen und dann eben auch gucken, wie die Qualität dann wirklich auf der Baustelle ankommt. Und zufällig, oder ich weiß nicht, ob Sie mit Absicht heute da sind, wenn eine Blow-Door-Messung stattfindet oder zufällig, aber ist es für Sie auch spannend zu sehen, wie so die luftdichte Ebene dann kontrolliert wird? Ja, also es ist für uns natürlich immer interessant, das Thema Qualitätssicherung, da ist das Thema Luftdichtheit, Blow-Door-Test natürlich ein wichtiges Thema, aber das ist natürlich im laufenden Bauprozess prüfen wir natürlich ständig die Qualität jetzt, das ist ja fortlaufend die Aufgabe der Bauleitung. Und deswegen ist das ein wichtiger Baustein, aber natürlich nicht der einzige. Okay. Kabel, Leerrohre, Durchdringungen, das ist Baustellenalltag. Wie gehen Sie damit in der Planung um? Ja, also da schneiden Sie ein Thema an, was tatsächlich bei uns sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfordert, das Thema integrale Planung. Also wir haben ja nicht die gesamte Planungshoheit für so ein Gebäude, sondern die Technik wird ja eben dann von den FachplanerInnen geplant und da besteht häufig ein nicht so weit entwickeltes Verständnis für solche Themen, die eher baukonstruktiv sind, wie jetzt eben Luftdichtheit und dergleichen. Und da finden wir eben auch solche Systemlösungen wie Manschetten oder kontrollierte Rohrdurchführungen sehr gut, weil das dann eben planerisch sehr einfach zu greifen ist. Also dann wird diese Schnittstelle zwischen der Wand und der Leitung, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, hat dann eben so eine planerische Antwort, die eben dann auch sehr einfach in der Fachplanung reflektiert werden kann. Und das ist etwas, was unsere Arbeit dann an dieser sehr sensiblen Schnittstelle vereinfacht. Markus, was sind denn deine Lieblingsmanschetten beziehungsweise die der Planerinnen und Handwerkerinnen, mit denen du zusammenarbeitest? Ja, Manschetten sind im ersten Moment natürlich erstmal alle gut, ja, weil es einfach auch wieder ein definierter, klarer Abschluss der luftdichten oder winddichten Ebene darstellt. Und mein Favorit sind dann tatsächlich diese Kabelmanschetten mit einer EPDM-Einlage. Die haben den Vorteil, dass ich da zum Beispiel, wenn ich dann Kabel durchführe, dann kann ich das Kabel immer noch nachziehen. Und die Dichtung bleibt dann trotzdem dicht. Wenn da jetzt ein Klebeband rum wäre, dann würde es abgerissen vielleicht vom Elektriker, weil der nochmal 20 cm Kabel braucht. Das passiert halt bei so einer vorgefertigten Manschette nicht. Da kann ich jederzeit nachziehen und es ist und bleibt dicht. Holger, du machst ja oft auch baubegleitende Leckagesuchen. Merkst du dann, ob anhand des Ergebnisses, hey, diese Luftdichtheitsebene war vorher geplant? Oder beziehungsweise, ja klar, dass es so schlecht ist, weil es wurde vorher nicht geplant und auch schlecht nachgebessert. Naja, geplant ist ja so ein Ausdruck. Eigentlich ist alles irgendwie geplant. Herr Drexler hat es ja ganz gut ausgedrückt, das merke ich mir, dass es prinzipiell so baubar ist. Das ist ja eine Sache. Also es wird oftmals werden Details geplant, die man eigentlich nicht bauen kann. Wir haben ja die Abläufe, hat ja Markus ganz gut erwähnt. Auf einmal steht da eine Wand da, die hätte angeschlossen werden sollen und ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Also die Planung ist das A und O. Die Norm gibt ja da auch einiges vor und stellt da klar, was gemacht werden muss. Und man merkt sicher, wenn sinnvolle Details geplant sind, dass zum Beispiel Folienstreifen eingelegt wurden oder wie auch immer sich jemand gedacht hat oder ausgedacht hat, wie das denn auch ausführbar ist. Weil es sind nicht immer nur die Handwerker schuld, wenn was da
nicht richtig funktioniert, sondern das fängt in der Planung an. Vielleicht möchte Herr Drechsel jetzt hier noch einhaken und sagen, nein, es sind nur die Verarbeiter schuld, niemals die Architekten. Der wichtige Punkt ist ja ganz klar, es geht um eine Zusammenarbeit und um eine durchgängige Absprache. Die fängt in der Planung an, aber dann lernen wir auch ganz viel in der Kommunikation mit den HolzbauerInnen, wie eben diese Planung denn tatsächlich umgesetzt werden kann, wie die auch auf die spezifischen Anforderungen der Baustelle und des jeweiligen Unternehmens eben anzupassen ist. Es hängt ja eben auch ein bisschen davon ab, auch von Vorlieben der jeweiligen HolzbauerInnen, wie eben eine Konstruktion am besten ausgeführt werden kann, auch wie hoch der Vorfertigungsgrad ist. Und das ist ein Dialog, der muss einfach kontinuierlich geführt werden. Und das ist das ganz Entscheidende für eine erfolgreiche Planung und einen Bauprozess. Das heißt zusammengefasst, Luftdichtheit 100% ist möglich. Dazu müssen wir halt vorher planen, nachdenken beim Planen und bei der Verarbeitung auf Details achten oder auch schon bei der Planung und am besten mit Manschetten, also vorgefertigten Lösungen, wie wir sie nennen, also wie Manschetten, Rohrmanschetten, Kabelmanschetten, damit planen, dann kann fast nichts schief gehen. Und natürlich der Blower-Door-Test darf nicht fehlen, der das dann noch kontrolliert. Dann auf jeden Fall vielen Dank. Wenn euch das Thema und dieses Projekt Collegium Academicum in Heidelberg interessiert, wir haben ganz viele tolle Videos dazu und ganz viele Sachen für euch vorbereitet, findet ihr alle im Blog. Zum Beispiel eine Tabelle von mir und Markus Kilian. Da haben wir die typischen Anschlüsse im Holzbau zusammengestellt und wie ihr diese am besten lösen könnt. Und der Architekt Hans Drechsler wird mit uns über diese Baustelle gehen und ein bisschen erzählen, was er sich dabei gedacht hat, was das Besondere ist. Zudem zeigt uns Markus Kilian noch, was tatsächlich die typischen Anschlüsse sind. Also ihr könnt es entweder in Tabellenform nachschauen oder als Video.